Heute bin ich keine 5 Meter vom Karl-Marx-Denkmal auf der Werkschau in Chemnitz und hatte die Gelegenheit, mit der wunderbaren Isabel W. beim Chemnitzer Dialogforum Zukunftsmusik zu sprechen. Isabel hat 2010 zusammen mit ihrem Mann Hardy das Fritz-Theater übernommen und mit jemandem, der so mutig ist, sich den Traum eines eigenen Theaters zu erfüllen, ja, muss ich einfach sprechen. Beim Chemnitzer Dialogforum Zukunftsmusik ist heute Isabel W. zu Gast und Isabel ist Schauspielerin, Tänzerin, Visionärin und Leiterin des Fritz-Theaters. Ja, Isabel, wunderbar, dass du heute da sein kannst und Zeit hast, um ein bisschen mit mir zu reden über das Fritz-Theater natürlich und Kunst im Allgemeinen und über dich. Vielen Dank, dass du da bist. Gerne. Ja, ich kann mir vorstellen, dieses Umplanen und Planen und wieder aufnehmen und wieder irgendwie neu den Spielplan umwerfen ist wirklich extrem zeitaufwendig und nervenaufreibend, obwohl ihr ja, so wie ich es verstanden habe, wirklich 10 Jahre Erfahrung mit Druck und irgendwie unter Druck arbeiten irgendwie habt und eigentlich da auch schon viel Erfahrung, ja, die Nerven wirklich beisammen zu halten. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass das letzte Jahr unglaublich schwer war, das Fritz-Theater so durch ganz schwierige Fahrtwasser zu führen. Gab es denn etwas für dich, wo du deine Grenzen nochmal überschreiten musstest, wo du für dich gesagt hast, okay, das ist jetzt wieder ein Punkt, wo ich nochmal neu hinzugelernt habe und nochmal neu meine Grenzen überschreiten musste? Ja, also erstmal hast du natürlich recht, schon allein die Gründung vor 10 Jahren war wirklich nicht ohne. Also wir haben am Anfang Vorstellungen gemacht vor maximal 10 Zuschauern, also das kam durchaus vor. Ja, wir mussten ziemlich schnell, ziemlich viel produzieren und waren dann, ja, die ersten 5 Jahre waren auch kaum wirtschaftlich. Wir mussten teilweise Jobs nebenher machen, um uns das Theater zu finanzieren, haben aber auf unserem Weg immer wieder so tolle Menschen kennengelernt, die uns Mut gemacht haben und unterstützt haben, sodass wir nie wirklich ans Aufgeben dachten. Ja, und jetzt war so vor 2 Jahren, vor der Pandemie, war der Punkt, wo wir gesagt haben, hey, jetzt haben wir es geschafft. Die Zuschauerzahlen können sich sehen lassen. Mhm. Wir konnten neue Produktionen teilweise über Wochen spielen und hatten immer noch genug Zuschauer. Bis uns ja die liebe Corona auf den Boden eines leeren Zuschauerraums zurückgeholt hat. Wow. Und das ist dann schon erschütternd, weil man gedacht hat, jetzt ist man über den Berg und jetzt kommt aber ein anderer Einfluss, der ihn wieder zurückholt. Mhm. Und auch wenn ich zugeben muss, dass ich ganz am Anfang diese Entschleunigung kurz genossen habe, ja, nach 10 Jahren Organisation, Spielen, Regie führen, Marketing, Büro, Anträge schreiben. Mein Sohn habe ich auch gefühlt in irgendeiner Spielpause bekommen, war ich kurz zeitig mal so, oh wow, man hat mal Zeit mit der Familie und ging es aber ziemlich schnell dann mit der Idee weiter, dass wir unsere Zuschauer wenigstens mit digitalen Grüßen erfreuen wollen, haben ein kleines digitales Format, das heißt Couchgeflüster, ins Leben gerufen. Da sind wir jetzt momentan an der 3. Episode und hoffentlich letzten, dass wir dann sagen, okay, und dann, wenn die vorbei ist, sind wir wieder live. Dann habe ich 3 Theaterstücke geschrieben. Die Förderanträge, die Corona-Hilfen zu beantragen, bedarf alles sehr viel Zeit, sehr viel Aufwand. Und Kindergarten hatte auch mehr zu als auf, also so, dass es nie wirklich zu einem richtigen Stillstand kam, würde ich sagen. Und Grenzen überschreiten, würde ich sagen, ist fast das falsche Wort, sondern man kam immer wieder zu einer neuen Erkenntnis. Mhm. Zum Beispiel, dass es einfach in der momentanen Situation keinen Sinn macht, den 20. fiktiven Spielplan zu organisieren. Und, ja. Und wie gehst du damit um? Also wenn du sagst, den Spielplan, das ist ja eigentlich krass. Also man macht sich natürlich Gedanken für die Saison 21/22 und wie gehst du jetzt mit der Situation um? Also kannst du sagen, ich mache einen Spielplan A, einen Spielplan B und einen Spielplan C? Oder wie, genau, das habe ich, bis zum Dezember gemacht, so mit allen Eventualitäten. Also wenn wir jetzt Dezember wieder aufmachen können, machen wir es so. Wenn wir Januar wieder aufmachen können, machen wir es so. Und man muss ja dann immer die Schauspieler auch bei
also informiert lassen und fragen, habt ihr da Zeit, habt ihr da Zeit? Und seit einem Monat habe ich gesagt, ich mache gar nichts. Also ich mache keinen Spielplan. Wir produzieren gerade ein Kinderstück, was allgemeingültig ist. Versuchen gerade ein Stück zu machen, wo wir sagen, okay, das kann man sowohl Open Air als auch Indoor spielen. Aber es gibt keine Pläne mehr. Und ich sage den Schauspielern einfach, hör zu, wenn es soweit ist, rufe ich euch an. Wenn ihr dann einen anderen Job habt, ist es so. Dann müssen wir halt wieder anders planen. Aber diese Planerei war mir zu energieaufwendig. Und da denke ich, wird es die Zeit zeigen. Macht doch wenig Sinn. Ja. Aber lässt du dann deinen Schauspielerinnen und Künstlerinnen Freiräume? Also können die zu dir kommen und sagen, Mensch, ich habe jetzt hier ein ganz tolles Konzept, das können wir doch mal ausprobieren. Gibt es solche Momente auch? Also, dass ihr im Dialog miteinander Sachen erarbeitet? Oder ja, also. Tust du das schon alles ziemlich, also geht es von dir aus, von der Leitung aus? Du leitest das Fritz-Theater ja nicht alleine, sondern. Genau, nein, wir sind da zu dritt und wir sind alle, wir haben alle unseren eigenen Kopf und das ist auch gut so. und jeder darf da seine Ideen einbringen. Zum Beispiel unsere Alisa Weihrauch, die hätte so gerne mal einen Sibylle Berg gemacht. Also wir haben auch 2 Wochen uns an einem Sibylle Berg abgearbeitet, um dann zu merken, irgendwie kommen wir da nicht weiter. Kommen wir aber nicht weiter, ja. Ich meine, das konnten wir uns früher nie leisten, einfach mal an was zu arbeiten und zu sagen, okay, das ist es nicht. Oder ich habe auch ein Stück geschrieben, wo wir dran gearbeitet haben und gemerkt haben, nee, irgendwas funktioniert nicht so. Und diese Freiräume haben wir uns früher nie lassen können, weil wir gesagt haben, okay, heute ist der 1. März und am 31. März ist Premiere. Genau. Und da kommt man dann nicht zu dem Punkt, wo man sagt, es geht nicht, sondern es muss dann gehen und dann muss man Premiere machen. Und ja, doch diese Freiheiten lassen wir uns gerade schon, dass wir Sachen anproben oder gucken und einfach auch sagen, okay, wir können auch scheitern und es ist momentan nicht so schlimm. Richtig, also das ist ja auf jeden Fall was total Positives. Aber das würde ich gerne nochmal aufnehmen, weil mich interessiert das total, dass du bist ja einfach losgegangen und hast gesagt, wir übernehmen jetzt das Fritz-Theater. War denn so ein Leitgedanke auch, dass du eigentlich deine künstlerische Freiheit dort haben wolltest, also dass du Stücke machen wolltest, hinter die du sehr alleine stehst, oder war das eher das Gefühl, ich will dem Publikum was zurückgeben, ich will vermittelnd arbeiten? Also ich kann mir vorstellen, dass die künstlerische Freiheit doch eine große Rolle damals gespielt hat, 2010, glaube ich, war das, ja, ne, wo ihr eröffnet habt. Ja, also das sind mehrere Punkte, die uns dazu gebracht haben. Erstens mal habe ich meinen Partner bei der Arbeit kennengelernt, der Regisseur ist, und wir uns einfach auf der künstlerischen Ebene noch dazu sehr gut verstanden haben und Draht zueinander hatten. Und er damals zu mir in der Produktion gesagt hat, mit dir könnte ich mir vorstellen, um die Welt zu ziehen und Theater zu machen. Oh. Und da wurde aus der ja, und da wurde aus der Welt wurde Chemnitz. Und Chemnitz ist aber europäische Kulturhauptstadt. Ja, also genau, das wussten wir vor 10 Jahren aber noch nicht. Aber ihr wusstet das, vielleicht hatte man das im Gespür. Genau, genau. Schön. Und da bedarf es ja auch mehrerer Fähigkeiten, um ein Theater zu führen. Ja, es ist ja nicht nur der künstlerische Ausdruck, sondern auch die Lust am Organisieren, am Mitdenken, am den Gesamtüberblick wahren. Und da war ich jemand, der da die Stärken hat. Und mein Partner ist jemand, der wirklich detailverliebt ist. Also der, ich glaube, sowas passiert manchmal nicht mal an den großen Häusern, dass wenn man ein Bühnenbild baut, dass es ihm wichtig ist, wenn ganz oben noch ein Stuck drankommt. Ja, wo ich dann sage, also Hardy, wirklich, das machen wahrscheinlich nicht mal die großen Opernhäuser. Das ist halt Leidenschaft. Ja, genau, aber das ist dann so, was uns wahnsinnig verbindet und ergänzt, ist halt seine Detailverliebtheit und mein Pragmatismus manchmal. Das war auf jeden Fall ein Grund für uns, selber Theater zu machen, einfach die Energien, die wir haben, positiv zu nutzen. Und manchmal, wenn man in so einem Betrieb arbeitet, verpufft oft auch Energie durch, weiß ich nicht, cholerische Regisseure oder Selbstdarsteller, wo man dann denkt, puh, in den 2 Stunden, wo der sich jetzt hier abgearbeitet hat, hätte man so viel Schönes machen können. Und das war auch hauptsächlich ein Grund dafür, selbst Theater zu machen. Also ein eigenes Team aufzubauen, mit genau, dem man längerfristig zusammenarbeitet. Genau. Schön. Ja, und wir sind ja auch, die Alisa kam 2 Jahre später mit fest ins Team und wir drei wuppen das eigentlich mit ein paar festen Schauspielern, die wir haben und vielen lieben helfenden Händen,
sind wir eigentlich ein fester Kern. Ja. Schön. Und jetzt, wenn du auf die Pandemie zurückschaust, ist die Pandemie denn für euch auch künstlerisch ein Thema? Also würde, wenn du sagst, du hast selber Stücke geschrieben, war das für dich ein Thema innerhalb eines Theaterstückes, dass du auch diese pandemische Zeit im Hinterkopf hattest und dann ein Stück geschrieben hast aufgrund deiner Erfahrungen damit oder deiner Auseinandersetzung? Es muss ja nicht immer ein Stück sein, wo man Masken sieht und Testungen, sondern kann ich mir vorstellen, irgendwie trotzdem ja mit dem Gefühl, wie die Menschen zusammen wirken innerhalb der Pandemie geschrieben hast oder... Also ich finde es momentan schwierig, ehrlich gesagt, sich damit auseinanderzusetzen, weil wir ja alle in dieser Pandemie stecken, ich selbst ja auch. Also wir sind ja eigentlich gefühlt alle im selben Boot, fast eigentlich die ganze Welt. Ja. Und da finde ich das immer schwierig, sich drüber zu stellen und zu kommentieren. Also ich möchte selber erstmal sicher an Land kommen und mir dann vielleicht Gedanken darüber zu machen, wie hoch der Wellengang war und was man hätte anders machen können. Natürlich befassen wir uns in dem Fall gerade sehr mit, also auch mit diesen Couchgeflüstern, was wir jetzt in der dritten Episode machen, mit der Einsamkeit, mit der Vereinzelung, die ja auch die Pandemie sehr betrifft, die Isolation, aber so künstlerisch auseinandersetzen im Großen und Ganzen finde ich schwierig, weil man mittendrin steckt. Du meinst, dann braucht man wirklich Abstand, um zu reflektieren zu können. Genau. Und dann auch alle Positionen zu erfahren und zu erspüren. Mhm. Ich weiß ja ganz bei ganz vielen Menschen nicht, wie die sich gerade fühlen und um da nicht irgendwie pietätlos oder grenzenüberschreitend zu handeln, finde ich das eigentlich wichtig, dass man einen gewissen Abstand hat. Ja, weil ich mir vorstellen kann, man tritt dann Menschen auch auf die Füße, wenn sie dann Theaterstücke sehen, wo man dann wieder Masken sieht und welches macht wahrscheinlich wenig Sinn. Aber worauf kann sich das Publikum dann bei euch freuen jetzt in kommenden Zeit? Also ich hoffe ja, dass wir im Sommer so ein bisschen vielleicht wieder öffnen dürfen und ich denke auch, wenn wir den Mai und Juni nochmal schaffen, dass das ja vielleicht wir nochmal die Chance haben, im Juni oder Juli Musik und vor allen Dingen auch Theaterstücke zu sehen. Was gibt es denn bei euch dann noch zu erwarten? Ja, also momentan arbeite ich mit Alisa gerade an einem selbstgeschriebenen Märchen für Kinder, die chinesische Nachtigall, wo wir hoffen, dass wir die vielleicht auch draußen spielen können. Und ansonsten ist es bei uns immer so, dass die Visionen mit den Aufgaben kommen. Und da ja einiges im Gespräch ist, auch wieder den Kultursommer, also die Stadt zu bespielen oder so, werden wir uns da drauf einlassen und dann unseren Visionen freien Lauf lassen. Ja, also man muss euch einfach folgen und einfach schauen, genau wann welche Veranstaltungen stattfinden. Genau. Schön. Ja. Isabel, das war's schon. Also ich bedanke mich ganz herzlich, dass du da warst und mein Gast warst und ich wünsche dir wirklich ganz, ganz, ganz viel Kraft für die kommende Zeit und ich finde es wirklich großartig, was du auf die Beine gestellt hast. Und euch möchte ich nochmal ganz herzlich das Interview auch ans Herz legen, was du geführt hast mit Foundress. Finde ich auch nochmal super spannend zu Isabel W. und den Hintergrund, wie das Fritz Theater gegründet wurde. Da erfährt man dann auch nochmal ein bisschen mehr. Ja. Dankeschön. Die Sterne entschwinden aus den Gärten der Nacht, goldene Bienen von unsichtbarem Honig angelockt, und die Morgendämmerung, die in der Ferne ihre reine Leinwand spannt, durchwirkt mit Silberfäden den blauen Mantel des Himmels. Mit diesen Worten sage ich Hallo und schön, dass Sie da sind bei dem ersten Schaufensterkonzert im Rahmen der Klassikwoche auf der Werkschau. Wie Sie sehen, befinden wir uns hier nicht in Chemnitz in der Brückenstraße. Dies ist, Sie ahnen es, den aktuellen Bestimmungen geschuldet. Dennoch freue ich mich, dass wir in Zusammenarbeit mit der Villa Ida in Leipzig eine wunderbare Ausweichstätte gefunden haben. Mein Name ist Juliane Harberg, ich bin freischaffende Opern- und Konzertsängerin und zusammen mit meiner Duopartnerin Ursula Heinz, Solo-Harfenistin an der Staatskapelle Halle, haben wir Ihnen zwei wunderbar einfühlsam leuchtende Forellieder mitgebracht, die uns in den letzten Monaten begleitet haben.
Das erste, Aurore, aus dem Opus 39, dessen Liedanfang ich bereits zitiert habe, ist eine Vertonung des gleichnamigen Gedichts von Armand Silvestre. Silvestre gehörte der französischen Dichtergruppe Parnassiens an, deren hierzulande bekanntester Vertreter Paul Verlaine ist. Der Name der Gruppe bezieht sich auf das Gebirge Parnassos, dem Berg der Musen. Auch das anschließende Lied Nocturne, die Sterne entfliehen dem Garten der Nacht aus dem Opus 42, eine Vertonung eines unbekannteren Dichters, dem Comte d'Isle Adam, der jedoch eng Kontakt zu Baudelaire und Mallarmé pflegte. Wie die Lyrik, so ist auch die Tonsprache Faurés eine lichtdurchflutete Quelle der Inspiration, des Zeitnehmens und einfach nur des Seins, zu der unser Duo Nuance Sie herzlich einlädt, zu lauschen. Déjà dans.